Hallo NES-Freunde, da bin ich wieder. Ich zocke alle NES-Games dieser Welt. Und jetzt ist dran Double Dragon 2. Double Dragon 1 habe ich in der letzten Episode gespielt. Wenn ihr das versäumt habt, unbedingt ansehen. Ist ein geniales Game. Und ob der zweite Teil auch so gut ist, werden wir jetzt gleich sehen. Ich kenne den zweiten Teil noch gar nicht. Also ich glaube, ich habe den noch nie gespielt. Mal schauen, wie das so ist. Oh, die sind da. Die schlagen hier ein Rad, bevor sie mir hier. Aha, okay, es ist irgendwie schneller geworden. Und es ist brutaler geworden. Schneller, brutaler. Aha. Und der Pfeil, es ist irgendwie sehr ähnlich. Es ist sehr ähnlich, aber es ist irgendwie schneller geworden. Sagen wir. Ah! Warum haut er immer in die. Aha. Ist das jetzt eine Richtung? Die Fe haben wir jetzt sie. Aha. Ich kann so hauen. Und so hat. Aha, ich kann, wenn ich nach in die Richtung schaue und A drücke, hau ich. Wenn ich die Richtung schaue und A drücke, drehe ich nach hinten. Schaue ich in die Richtung, drücke B, drehe ich nach hinten. Schaue ich in die Richtung und drücke B, hau ich nach vor. Ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Steuerung ist. Mal schauen, mal schauen. Aber nach generell nach hinten treten zu können, finde ich ja gut. Aber warum sehe ich schon wieder nichts in die Richtung, wie ich gehe? Ich gehe bitte nach rechts in die Richtung. Und ich sehe kaum was. Dafür habe ich auf der anderen Seite allen Platz dieser Welt. Wieso? Wieso? Aha. Batsch. Wirklich jede Menge Frauen hier, die mich vermöbeln wollen. Ah, die falsche Taste. Da muss ich jetzt B drücken, wenn ich in die Richtung kämpfe. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dafür kann ich den da hinten einfach so mit dem Fuß kicken. Das ist cool. Ah, okay. Also die Steuerung ist, ob ich mich da jetzt so schnell dran gewöhne. Ich nehme das jetzt ein Stück auf. Ich habe vor 10 Minuten habe ich noch den Einzelteil gespielt. Und also noch mehr von diesen Kampfladies. Die Kampfladies. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. War nicht so gut. So, küsse meine Füße. Ich nehme die Kette in die Hand. Warum kann ich die Kette nicht in die Hand nehmen? Schade, eigentlich. Ich weiß nicht, mir hat das Kampfsystem im ersten Teil besser gefallen. Das war irgendwie klarer. Ah, wieso? Der? Ah, gleichzeitig das Messer ins Gesicht geschossen. Super. Der hat schon ein bisschen Angst vor mir. Oh nein, wieso hüpft er so runter? Ich wollte nicht runterhüpfen. Ich muss sagen, ich finde ganz klar den ersten Teil besser. Das traue ich mich jetzt schon sagen, dass ich den ersten Teil besser finde. Vielleicht revidiere ich meine Meinung nochmal, aber. Ah! Jetzt muss ich wieder in die Richtung, dann muss ich wieder in die Richtung. Ich weiß nicht, sorry. Das ist so richtig. Langsam gewöhne ich mich. Ah, ja. Weg da. Ja, auch so eine Stange. Ja. Warum ich mir die Stange nicht mit. Warum kann ich mir den Loot nicht mitnehmen in die nächste Szene? Finde ich im. Ja, ich, wegen Balancing wahrscheinlich, aber. Ah. Und der haut mir kräftig in die Murmel. Batsch. Wird schon. Vielleicht ein bisschen unterhalb von ihm bleiben. Vielleicht ist das ein. Gute Strategie. Was geht ab mit dir? Was zum Geier? Der beamt sich da einfach weg. Soll das? Was soll das? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er ganz weg. Okay, Mission Number 2.
So. Ah, da. So, okay. Oh ja! Kommt her, kommt her! Und ich kann. Warum kann ich jetzt. Ich kann jetzt nicht mehr nach vorne mit der Faust kämpfen. Das finde ich ein bisschen. Nein! Ist zwar Kritik auf hohem Niveau, aber erste Teil vom Kampfsystem irgendwie besser. Ich weiß auch gar nicht, ob der zweite Teil je in Europa erschienen ist. Ich glaube, in Europa ist nur 1 und 3 erschienen. Ich weiß es nicht. Ich kann, aber vielleicht, wenn man das in den Kommentaren bestätigen könnte. Ich glaube, dass dieser Teil nie in Europa erschienen ist. So, da weiter geht's rauf, 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 rauf. Auch oben gibt es genug Leute zum Verprügeln. Ah, jetzt sind wir am Dach. Was zum? Da hätte ich wohl unten bleiben sollen, aber woher soll ich denn das wissen? Ah, das war eine Bombe, verdammt. Ah, falsche Taste gedrückt. So. Ah, nein. Die tolle Stange verloren. Noch mehr Ninjas. Ah, das sind so richtige Frankenstein-Typen. Ah, nein. Ja, ja, ja. Tschüss. Okay. Na, das ist ein bisschen blöd, dass mich das, der jetzt das so abgeschossen hat. Da konnte ich echt gar nichts mehr machen. Da ist der Hubschrauber. Ah, da muss ich wieder in die Richtung drücken. Bats. Bats. Na, einmal geht's noch. Okay, kann ich jetzt in den Hubschrauber einsteigen, bitte? Das ist ein fetter Hubschrauber. Na, einmal geht's noch. Eine kleine Abreibung. Noch eine Abreibung. Was ist, geht mit euch? Was zum. Was? Was? Hey, darf ich noch mitspielen? Irgendwie darf ich nicht mehr mitspielen, habe ich so das Gefühl. Ja, nein, das ist ja unmöglich. Ja, nein, das geht einfach nicht. Das ich werde einfach nur platt gemacht hier. Ich komme kaum dazu, irgendwas zu drücken. Na, Leute. Ich habe einfach null Chance gehabt. Einfach null Chance. Ich spiele jetzt noch mal auf Supreme Master. Ganz kurz. Ganz kurz noch auf Supreme Master. Hey. Okay, bei Supreme Master könnt ihr auch einfach nur mehr einstecken, oder? Wo ist das ein Typ? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da. Zack, 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 zack. Jetzt habe ich das mit den Tasten auch langsam raus. Zack. Next. Ultimative Verprügelung hier. Zack. Baufall macht sich bitte auch nicht recht bezahlt. Nein, nein, nein. Nein. Du wartest schon brav, bis du dran wirst. Machen mal einfach mal einen Rad schlagen und dann eine Abreibung kassieren. Ah, nein. So, die Kettenlady, Kettenlady. Und ich mach Suizid hier. Ah, okay, ich hätte sogar eine Kette von der Kettenlady gehabt. Komm rauf, Kettenlady. So.
Jetzt habe ich eine Karte. Ah, die Karte ist schon weg. Das finde ich doof, dass ich die Sachen nicht mitnehmen kann ins nächste Level. Okay, jetzt weiß ich, es ist auf schwer auch nicht viel anders. Ich sag hier mal, danke, das war's für mich wieder mal. So. Ja, Double Dragon 2. Endscreen geht nicht. Warum auch immer schon wieder. Double Dragon 2, ja. War ganz okay, aber erster Teil war besser. Erster Teil war definitiv besser. Ich werde jetzt auch gleich den dritten spielen. So schaut's aus. Den dritten ziehe ich mir jetzt auch gleich noch rein. Könnt ihr euch dann gleich anschauen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wenn ihr noch mehr sehen wollt, gleich da drüben. Ansonsten da unten abonnieren und über einen Daumen freue ich mich auch immer. Ja, danke Leute. Ciao, ciao.